Ich starte in die Präsenzveranstaltung mit einer Fragerunde. Ich möchte Ihnen erstmal die Gelegenheit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Das heißt, ich sammle die Fragen an der Tafel. Und bei der Gelegenheit muss ich den Studierenden auch schon beibringen, wie man richtig Fragen stellt. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand sich meldet und sagt, wie geht Aufgabe 3? Dann sage ich, das ist keine richtige Frage, wie geht Aufgabe 3? Sonst können wir sozusagen alle Aufgaben hier diskutieren, sondern ich will spezifische Fragen haben. Also du hast Aufgabe 3 bearbeitet offensichtlich und bist bis zum gewissen Grade irgendwo hingekommen und ab der Stelle ging es nicht mehr weiter. Jetzt musst du verstehen, warum bist du so weit gekommen? Wo ist die Hürde, über die du nicht rüberkommst? Welche Antwort würde dir helfen, über die Hürde rüberzukommen und daraus eine Frage abzuleiten? Und das sind Fragen, die ich am Anfang akzeptiere. Also auch das nochmal so ein Hinweis, dass Studierende, dass sie auch vorbereitet Fragen stellen müssen. Ne? Also die Unvorbereiteten können auch sagen, können Sie uns nochmal bitte alles erklären? Aber solche Fragen akzeptiere ich gar nicht, sondern es müssen schon detaillierte Fragen sein. Die sammle ich und die gehen wir gemeinsam durch. Das ist ein ganz guter Einstieg. Ab und zu steige ich auch mit einem Hörsaalspiel ein. Also, dass ich die Studierenden erstmal ein bisschen aktiviere und motiviere. Ich bin ja Mathematikprofessor, das heißt, ich mache am Anfang manchmal so Kopfrechenaufgaben oder Ähnliches, sodass die Studierenden sich auch schon mal ein bisschen in das Thema einfinden und das auch nie ohne dass damit ein Lernziel verfolgt wird. Meine Studierenden sind zum Beispiel Grundschullehramtsstudierende Mathematik. Die müssen gut Kopfrechnen können. So. Und dazu motiviere ich sie eben, indem ich solche Aufgaben gleich am Anfang mache.